Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Yo Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live-Talk-Radio am Freitag. Wie immer freitags eine freie Themennacht. Wenn ihr euch also gerne mit mir unterhalten wollt, dann nur zu. Ran ans Telefon unter 0800 220 5050 sind wir hier erreichbar in Köln im Studio. Oder ihr könnt uns natürlich auch mailen unter domian.wdr.de. Erster Anrufer ist Alexandra und sie ist 28 Jahre alt. Hallo Alexandra. Hallo. Hallo. Und was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es darum, ich habe vor 3 Wochen unsere Tochter verloren. Mhm. Wie alt ist die Tochter geworden? 12 Wochen. 12 Wochen? Ja. Was ist passiert? Ja, sie hatte Neuroblastomkrebs. Und das hat sie schon im Mutterleib gehabt. Also ein Krebs? Ja. Mhm. Was ist das für ein Krebs, was ein Kind mit auf die Welt bringen kann? Das weiß ich selbst nicht. Also ich weiß nur, dass es Neuroblastom heißt und dass es eine Art, also nicht eine Art, dass es eben Krebs ist. Mhm. Welche Organe waren denn da befallen? Weißt du das? Der Tumor saß an der rechten Nebenniere und die Ausläufer, also die Metastasen, saßen im Knochenmark und in der Leber. Mhm. Hat man das vorher schon feststellen können, vor der Geburt? Nein, aber man hätte es. Man hätte es. Hätte man dann etwas unternehmen können, wenn man das frühzeitig festgestellt hätte? Man hätte ihr das Leben retten können, ja. Inwiefern? Sie war in einem Stadion 4S, heißt das. Und das 4S-Stadion braucht man keine Chemotherapie und keine Medikamente, wenn es frühzeitig erkannt wird. Und aber was hätte man denn im Mutterleib machen können? Wie hätte man das Kind im Mutterleib behandeln können? Man hätte sie, als ich schon Wehen hatte, hätte man sie holen können. Mhm. Und man hätte das dann eben mit der Chemo dann behandeln können. Sie hatte jetzt 4 Chemoblöcke gekriegt und ich habe vor 2 Tagen erfahren, dass die 4 Chemoblöcke nichts gebracht haben. Ja, ich habe das ja so verstanden, dass man nicht sofort das erkannt hat, dass dein Kind die Krankheit hatte. Ja. Wie lange hat das noch gedauert nach der Geburt, bis man das diagnostiziert hatte? Ein paar Tage. Ein paar Tage. Aber es waren vielleicht wichtige Tage, ne? Ja. Mhm. Verlorene Zeit. Verlorene Zeit, ja. So, es hat dieses kleine Kind hat Chemotherapien ertragen müssen. Ja. Es hat nichts genutzt. Nein. Mhm. Und dann eben Chemotherapie nach Verfahren, nach Studie. Was heißt das? Das heißt, in Köln laufen die Ergebnisse zusammen und für das Neuroblastom steht eben diese eine Chemotherapie zur Verfügung. Und das ist eben eine harmlose Chemotherapie. Mhm. Man hätte auch Bestrahlung machen können oder härtere Chemotherapie. Hat man dich gefragt oder euch, ich weiß nicht, ob du mit dem Mann zusammenlebst? Ja, ich lebe mit meinem Mann zusammen. Ja. Hat man euch gefragt, ob man auch eine stärkere Anwendung machen soll? Nein, die leben das ist streng nach der Studie. Also die haben ihre Studie, wenn dein Kind sowas hat, dann nimmt man die und die Therapie. Genau. Das berät man dann gar nicht mit den Eltern. Höre ich daraus, dass du den Ärzten in gewisser Weise einen Vorwurf machst? Ja. Ja. Einmal, weil sie das zu spät diagnostiziert haben? Ja. Und zum Zweiten, weil sie nicht alles unternommen haben, was man hätte unternehmen können? Genau. Mhm. Hast du da eine Katze bei dir liegen oder einen Hund? Ich habe 2 Boxer neben mir. Ich höre da im Hintergrund sowas knurren und schnurren. Und nein, das sind meine Boxer. Mhm. Ja. Mhm. Ist das dein erstes Kind gewesen? Nein, ich habe einen gesunden Jungen und dann hatte ich 2003 ein Abort. Mhm. Und dann bin ich dann 2004 wieder schwanger geworden. Mhm. Das waren Zwillinge, aber eins habe ich verloren. Mhm. Und ja. Ach, das ist der Junge, den du jetzt hast. Also eins hast du verloren und eins hat es geschafft. Ja. Mhm.
Jetzt ist die Sache mit deinem Baby 3 Wochen her, sagst du. Ja. Wie geht es dir heute? Also umso länger, weil sie noch nicht beerdigt worden ist. Umso länger die Beerdigung dauert, umso schlimmer wird es für mich. Warum ist sie noch nicht beerdigt? Weil noch meine Schwiegermutter fehlt. Die ist noch drüben in Texas. Ach so. Ich habe einen amerikanischen Mann. Ach so. Und wo befindet sich das Kind jetzt im Moment? Sie ist verbrannt worden. Ach so. Weil sie aufgemacht worden ist. Und ich wollte nicht, dass sie so beerdigt wird. Das heißt, die Urne ist schon von der Verbrennung zurück und steht irgendwo in einem Bestattungsinstitut oder in einer Trauerhalle. Ja, genau. Und ihr wartet auf die Schwiegermutter, um die Beerdigung dann zu... Ende Mai. Ende, so lange noch? Das ist viel zu lange. Also ist das eigentlich keine gute Entscheidung? Nein. Kann man denn das jetzt nicht einfach verändern, die Entscheidung, und sagt, wir beerdigen das Kind oder die Urne doch nächste Woche schon? Ich glaube, das würde meine Schwiegermutter mir übernehmen. Wie sieht es denn dein Mann? Das weiß ich nicht. Sprichst du nicht mit ihm darüber? Er spricht mit mir nicht so. Nur noch das Nötigste. Weil er so geschockt ist von dem Tod? Oder warum? Ich denke mal, diese 3 Monate haben viel kaputt gemacht. Diese Hin- und Herfahrerei. Dann ist er nebenbei arbeiten gegangen. Dann haben wir eben noch einen Sohn. Dann hat er noch in der Zeit einen kranken Vater gehabt. Ich musste da auch noch mithelfen. Und er ist vom Beruf eben Krankenpfleger. Ach, er ist sogar Krankenpfleger. Ja, und er hat sie eben bis in eine Pathologie noch gebracht. Das heißt, das kann durchaus darauf hindeuten, dass er schwerst traumatisiert ist. Ich weiß es nicht. Er war in dem Krankenhaus, wo sie behandelt wurde, war er oder ist er Krankenpfleger? Nein. Das nicht? Aber er hat sie sehr nah begleitet. Wir beide. Ihr beide. Wart ihr? Wir haben sie bis zur letzten Tür. Das heißt, ihr wart auch dabei, als die Kleine gestorben ist? Ja. Hast du den Eindruck gehabt, dass sie friedlich eingeschlafen ist oder dass sie schon auch der kleine Wurm gelitten hat? Ja, zum Schluss denke ich mal, wird sie sehr, sehr viel Schmerzen gehabt haben. Weil sie ja eigentlich nicht am Neuroblastom gestorben ist, sie ist an der Nebenwirkung der Not-OP gestorben. Was war das für eine OP? Ja, die Nieren haben versagt. Und da musste man, weil der Tumor immer weiter gewachsen ist, ein Patch einnähen. Und was ist das? Ein Patch ist eine künstliche Bauchdecke. Und davon haben sie sich eben versprochen gehabt, dass dann die anderen Organe wieder alle drin Platz haben, mehr Platz. Und man muss sich vorstellen, das ist ein frisch geborenes Kind gewesen. Ne? Das ist eine Operation, die hört sich so riesig an. Und dann, wenn man sich vorstellt, dass es so ein kleiner Mensch hat ertragen müssen, schon. Und dann hat sie es eben auch nicht ertragen. Ja. Wie groß ist deine Trauer? Groß. Sehr groß. Ich habe es noch niemals geschafft, Sachen, die Muttermilch aus dem Gefrierschrank zu räumen, den Schrank auszuräumen. Du hattest schon Vorbereitungen getroffen, Kleidung gekauft und was man so hat und braucht. Ja, genau. Weil es ein Wunschkind war. Gibt dir dein anderes Kind Trost? Nein. Nein, die Trauer ist so groß im Moment, dass die Trauer alles überschattet. Ja. Du sagst, dass du mit deinem Mann nicht drüber sprechen kannst. Mit wem sprichst du überhaupt? Mit gar keinem. Mit gar keinem. Weil ich musste lernen, was heißt, dass man ein krebskrankes Kind zu haben. Und ich musste auch lernen, was das heißt, wenn man ein totes Kind hat. Einsamkeit. Das habe ich gelernt dadurch. Das heißt, dass ich jetzt der Erste bin seit einiger Zeit, mit dem du zum ersten Mal sprichst. Ja. Dass du hier anrufst und über so einen schweren Trauerfall und so einen intimen Schmerz zu sprechen, zeigt ja, wie groß das Bedürfnis danach ist. Was ja auch verständlich ist. Und ich glaube, dass es auch in einer gewissen Weise hilfreich ist.
wenn auch du die Trauer alleine bewältigen musst. Aber ich glaube, dass das Sprechen, das Austauschen etwas ganz, ganz Großes ist, was ganz, ganz Gewichtiges ist. Ich würde dich gerne gleich mit meiner Psychologin verbinden, Alexandra. Mhm. Und zwar mit dem Hinweis, ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, es gibt eine bundesweit vernetzte Gruppe, die heißt Verwaiste Eltern. Hast du das schon mal gehört? Ich habe den Begriff schon mal gehört. Mhm. Das sind Menschen, da haben sich Menschen zusammengefunden, die ihre Kinder verloren haben. Aus den unterschiedlichsten Gründen, ob das ganz kleine Kinder sind, ob es ältere Kinder sind. Ich habe von der Arbeit dieser Gruppen hier in der Sendung und auch in anderen Zusammenhängen sehr, sehr viel Gutes gehört. Und habe von Betroffenen gehört, dass sie gesagt haben, ich bin so froh, dass ich da Kontakt zu aufgenommen habe, zu den verwaisten Eltern. Ich würde dir gerne helfen, oder wir würden dir gerne helfen, indem wir dir zumindest schon mal eine Anlaufstelle gleich nennen. Und dann kannst du es entscheiden, ob du es möchtest. Da kann man auch erstmal nur so anrufen. Es besteht ja gar keine Verpflichtung zu nichts. Das ist vielleicht ein Anfang. Mhm. Weil es ist auch irgendwo schwierig, irgendeinen Platz zu kriegen. Da sind die Wartezeiten ziemlich lange. Ja, genau. Das ist so. Aber das ist eine Selbsthilfegruppe, da gibt es gar keine Wartezeiten und da kann man sich direkt hinwenden. Vor allen Dingen jetzt auch für diese Zeit, die für dich so schwer ist, dass du dein Kind nicht beerdigen kannst. Und wenn das bis Ende Mai ist, ich erahne ja, was das für ein Horror für dich ist. Für eine Belastung für dich ist. Wir machen es mal so, Alexandra, du legst bitte auf und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich jetzt sofort mal an. Mhm. Und dann spreche ich dir weiter, okay? Dankeschön. Alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 50, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt. Oder mailt mir unter domian@wdr.de. Und hier ist Jessica und Jessica ist 25 Jahre alt. Hallo Jessica. Ja, hallo Domian. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Dein Thema. Mein Thema ist, ich weiß nicht, ob mein Vater ist. Oh, du bist ja. 25? Seit wann weißt du nicht, ob dein Vater mein Vater ist? Seit meinem 8. Lebensjahr. Warum bist du zweifelnd? Also ich habe zwei verschiedene Augenfarben, ein blaues und ein braunes Auge. Aha. Meine Mutter hat blaue Augen und mein Vater hat grüne Augen und ich habe ein braunes Auge. Und meine Mutter blonde Haare, mein Vater braune Haare, ich schwarze Haare und bin fast südländisch, auch von der Hautfarbe her, also sehr, sehr dunkel. Aha. Mhm. Also mit den Augen würde ich mal sagen, kann ja mal passieren. Das kann passieren, ja. Das ist richtig. Das kann ja irgendwie ein Urvorfahre von dir irgendwie so Augen gehabt haben. Ja. Mit der Haut, wenn du also so mulattisch siehst du aus. Bitte? So mulattisch siehst du aus. So ein bisschen bräunlich. Ja, kann man so sagen. So ungefähr, mhm. Richtig. Und deine Eltern sind schneeweiß, käseweiß. Ja, die sind käseweiß, mhm. Ja. Meine Haarfarbe ist pechschwarz und ich habe keine Ähnlichkeit mit niemandem. Mhm. Ja. Wenn dich das seit deinem 8. Lebensjahr beschäftigt, hast du mit Sicherheit schon deine Eltern mal angesprochen oder deine Mutter oder deinen Vater? Meine Mutter auf jeden Fall. Sie weicht mit dem Thema aus und wenn ich da weiter nachfrage, sagt sie, dann setze ich mich ins Auto und fahre gegen den Baum. Ach. Ich verletze mich schon sehr. Mein Vater habe ich Angst, ihn anzusprechen, dass ich ihn damit sehr verletzen könnte. Also das deutet ja darauf hin, dass da wirklich was nicht stimmt, wenn deine Mutter so aggressiv will ich nicht sagen, aber so emotional reagiert darauf. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wann hast du im Alter von 8 Jahren zum ersten Mal das gefragt? Nee, mit einem Alter so von 12, 13 Jahren habe ich gefragt. So. Und da war die Reaktion immer abweisend? Ja, immer die gleiche. Ich setze mich ins Auto und fahre gegen den Baum. Das hat sie damals schon gesagt, als du als Kind gefragt hast? Ja. Das war sehr schlimm für mich, auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann irgendwann Angst hat, das Thema nochmal auf den Tisch zu bringen, ne? Ja, ich habe jetzt so vor ein paar Jahren habe ich nochmal nachgefragt und jetzt jedes Jahr immer wieder, ne? Alle paar Monate frage ich und dann kriege ich immer wieder das Gleiche zu hören. Mhm. Und ich habe auch irgendwie das Bedürfnis, meinem Vater das auch zu erzählen und ihn auch zu fragen, aber ich traue mich nicht. Ja, darauf wollte ich jetzt hinaus. Wie ist dein Verhältnis zu deinem Vater? Sehr gut, besser als zu meiner Mutter. Warum fragst du ihn denn nicht? Ich habe Angst, ihn halt zu verletzen, Domian, weißt du? Aber warum? Ich bin seine Tochter und... Ja, aber du bringst ihm ja keine Neuigkeit. Er weiß es dann ja auch, wenn... Vielleicht bist du adoptiert, könnte sein. Ja, nee, meine Mutter hat über meine Geburt geredet und... Ja. Okay, also es könnte also sein, dass sie damals fremdgegangen ist. Könnte sein, ja. Und ja, viele sagen, ja, du hast Ähnlichkeit so mit indischen Leuten, so von der Farbe her und vom Gesicht her. War sie denn damals, hast du mal so ein bisschen nachgerechnet, war sie damals vielleicht auf Reisen mal alleine?
Ich habe nachgerechnet, dass sie damals sehr viele indische Freunde hat. Ach, guck. Und das habe ich nachgerechnet, ja. Und damals als kleines Kind wollte ich in die Schule gehen und ich sollte den Tag nicht in die Schule gehen, hat meine Mutter gesagt. Dann kam am Vormittag dann so ein südländischer Mann dann zu uns. Mhm. Aber in der Zeit waren deine Eltern schon zusammen, ja klar. Ja, natürlich. Mhm. Natürlich. Aber warum solltest du deinen Vater verletzen? Dein Vater weiß es dann ja sowieso, was los ja, ist. Ja, aber ich weiß nicht so, der hat auch so einen Herzfehler und ich möchte ihn damit halt nicht belasten. So. Ich möchte ihn nicht wehtun, ne? Aber natürlich habe ich halt keine Schuld, und zwar meine Mutter, aber ich glaube, das wird ein Schock für ihn sein, dass er gar nicht drauf klarkommt. Du meinst, das wäre ein Schock für ihn, wenn er weiß, dass du es weißt? Mhm. Ja. Aber also, vielleicht auch nicht. Vielleicht wäre es sogar eine Erleichterung, weil du sprichst ja gut von deinem Vater. Ja, natürlich. Und natürlich. Dein Gefühl und dein Verhältnis zu diesem Mann, den du ja als deinen Vater ansiehst, würde sich ja im Nichts verändern, wenn du die Wahrheit wüsstest. Nein, also... So, und das müsste ihm ja sehr schmeicheln. Ja. Und das macht ihn, finde ich, ja auch ganz groß, wenn er dich angenommen hat als Kind, obwohl du... Er hat mich erzogen und geliebt und alles. So, und du könntest ihm das ja noch mehr zeigen und ihm das noch mehr zurückgeben, was er dir gegeben hat. Nämlich, dass er dich als nicht sein eigenes Kind, als eigenes Kind angenommen hat. Das ist doch eine ganz, ganz tolle Sache. Höchsten Respekt vor dem Mann. Es gibt viele Männer, die diese Kinder verstoßen oder die Frauen dann allein lassen. Er hat es nicht gemacht. Ja, aber ich glaube, er weiß nichts davon. Ach. Ich glaube, ich bin eher so ein Kuckuckskind. Wirklich dumm, ja. Ja, aber wenn du so aussiehst, wie du aussiehst, meinst du nicht, dass er sich dann auch schon 1000 Gedanken gemacht hat? Kann ja auch sein, aber aha. Ich weiß es nicht. Ich verstehe. Es ist auch die Angst bei dir, dass du dieses Thema auf den Tisch bringst, was er noch gar nicht weiß. Es weiß, wenn meine Mutter davon erfährt, so, dann machen wir dann auf jeden Fall dann die Hölle heiß, ne? Mhm. Ja. Also ich fühle mich auch bedroht, fühle ich mich auch von meiner Mutter, wirklich. Also für mich ist es eine Bedrohung. Wie alt ist dein Vater? Mein Vater ist 54. 54. Und, ja. Du sagst, er hat einen Herzfehler, aber er ist nicht akut krank im Moment. Nee, akut krank nicht. Er hat zwar einen Katheter drin und so. Mhm. Ja. Habt ihr einen gemeinsamen Hausarzt? Ich wohne ein paar hundert Kilometer weiter weg von meinen Eltern. Kennst du den Hausarzt deiner Eltern? Ja, den kenne ich, natürlich. Kennst du den gut? Ja, sehr gut, auch privat. Auch privat? Das heißt, du hast auch ein Vertrauensverhältnis zu ihm? Ja, doch, auf jeden Fall. Dann sprich doch mal mit dem Mann genau darüber. Mhm. Und sprich auch mal mit ihm, besprich das mal mit ihm, wie er das einschätzt, ob dein Vater das gesundheitlich, ob er Bedenken hat, wenn du das ansprechen würdest. Mhm. Ne? Er kennt ja den Gesundheitszustand deines Vaters schon mal am allerbesten. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht sagt er dir dann, das ist sogar sehr gut, oder er hat keine Bedenken, und dann ist es für dich ja noch ein beruhigenderes Gefühl. Grundsätzlich, finde ich, abgesehen jetzt von der Sorge, dass du deinen Vater gesundheitlich belastest, grundsätzlich finde ich, dass du ihn ansprechen solltest. Ja. Weil letztendlich... Ich traue mich halt nicht. Ich hätte Angst gehabt, so, ich könnte einen Herzinfarkt kriegen, ins Krankenhaus kommen und du bist dann wieder schuld, heißt das Jessica, ne? Ich will dir mal sagen, ich habe fast die Vermutung, wenn du wirklich ein Kuckuckskind bist und du so aussiehst, wie du aussiehst, dass er das längst weiß oder längst ahnt und dass die eine Übereinkunft haben, deine Eltern, damals das zu verschweigen, und das war's dann. Ja, und damals auf der Straße wurde meine Mutter angesprochen, wer ist denn der Vater von ihrer Tochter? Mhm. Und meine Mutter so, ja, der Vater steht neben mir. Und die so, nein, das glaube ich nicht. So, dann ist aber schon fast sonnenklar, dass dein Vater dieses Problem auf dem Schirm hat und dass er das weiß, was da los ist. Ja. Und wenn das ausgesprochen ist, kannst du ihn ja wirklich in den Himmel hochheben und loben, dass er so gut zu dir war. Ja. Und vielleicht freut, und letztendlich hat das sogar noch eine viel positivere Wirkung. Was meinst du, wie der sich dann darüber freut? Wenn du ihn weiter so liebst wie bisher und ihm dann auch noch dankst und ihm ein Kompliment machst, dass er so gut zu dir gehalten hat. Das heißt, wie der sich freut dann. Mhm. Und ihr habt ein entspannteres Verhältnis miteinander. Mhm. Und wenn ich es ihm gesagt habe, wie soll ich dann forschen denn nach meinem richtigen Vater zum Beispiel? Würde ich erstmal abwarten. Vielleicht weiß sogar dein Vater was darüber. Ja. Man weiß es ja nicht. Das kannst du, wenn das Eis erstmal gebrochen ist, dann kannst du mit ihm ja auch ein bisschen darüber beraten. Ich weiß von Kinderfotos von mir, wo ein paar Inder mit drauf sind, aber ich habe keine Chance, sie zu bekommen. Ne? Ich will das so gern haben, meine Mutter verweigert mir das. Ne? Mhm. Ja. So, aber der erste Schritt ist jetzt, Kontakt mit dem Vater zu knüpfen. Ja. Und ich würde das über die Schiene mit dem Arzt machen. Wenn ihr euch sogar privat kennt, ist es doch wunderbar, darüber zu sprechen. Mhm. Ja, wollen wir es mal so angehen? Ja, könnte ich probieren. Überleg's mal. Gutes Gelingen wünsche ich dir von Herzen, alles Gute.
Ja, mich belastet das schon, Domian, auf jeden Fall. Das glaube ich. Das glaube ich, würde mich auch verrückt machen. Mich würde auch sehr das Verhalten deiner Mutter wütend machen, dass sie sowas sagt. Ja, ich bin so sauer auf der, wirklich. Total. Also, sie sagt es dir nicht. Ich kann so etwas einfach zu sagen. Also, ja, sie sagt auch Sorgen und... Ja, sie sagt es dir nicht und dann droht sie dir auch noch Selbstmord an. Das ja. Ja, ich habe sogar ein paar Mal schon überlegt, dann die Polizei dann zu rufen, ne? Also, Suizid gefährdet und so, ne? Aber keine Ahnung, wie sie dann darauf reagiert, ne? Ja. Such das Gespräch mit dem Arzt und dann mit deinem Vater. Mhm. Okay, wenn du meinst, es wäre eine so Entscheidung, die... Ja, also finde ich mit, also diesen Weg finde ich, glaube ich, ganz gut. Mhm. Okay, Domian. Jessica, alles Liebe und viel Erfolg. Ja, okay, ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Dankeschön. Tschüss. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Sendung. Dankeschön. Okay, sehr nett von dir. Tschüss. Ja, ciao. Ja, ihr Lieben, apropos Wochenende. Wir sind hier fleißig, aber wir sind auch gerne fleißig, denn jetzt morgen am Samstag gibt es auch eine Sendung, und zwar eine Promi-Sendung. Mein Gast ist Peter Maffay. Und wenn ihr gerne mitmachen wollt und Peter Maffay anrufen wollt hier in der Sendung, das Thema der Sendung ist natürlich Peter Maffay. Und ihr könnt rundherum Peter Maffay fragen, was ihr ihn immer schon mal fragen wolltet. Dann meldet euch schon mal am besten heute per Mail an. Bitte aber, ich sag's immer wieder und muss es auch immer wieder sagen, wenn ihr euch per Mail anmeldet, bitte die Telefonnummer draufschreiben. Weil sonst schaffen wir das nie im Leben. Wieder erstmal zurückmailen und dann hin und her. Ihr wisst, das braucht sehr viel Zeit und bei uns ist morgen Abend die Hölle los während der Sendung. Also bitte die Telefonnummer draufschreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls schnell zurückrufen können. Die Sendung beginnt um 11:30 Uhr. Samstagabend, morgen Abend im WDR Fernsehen. Eine Stunde vorher sind die Leitungen geschaltet. Unsere Nummer 0800 220 50 50. Mein Gast ist Peter Maffay und die ganze Sendung über ist Peter Maffay auch das Thema. Und ihr könnt ihn auch befragen per Telefon. So, hier ist Maria. Maria ist, wie alt ist sie? 21. 20. 21. Hallo. Hallo. Und was geht's bei dir, Maria? Ja, ich bin mal vor 5 Jahren von einem Bekannten, guten Bekannten angefasst worden und zwar überall hin. Und den habe ich jetzt angezeigt und nach 5 Jahren. Mhm. Und ich komme mit der ganzen Situation überhaupt nicht klar, gar nicht. Mhm. Und ja, es war damals ein Bekannter aus dem Reitstall und ich bin immer noch in dem Reitstall und jetzt sprechen halt, jetzt wo die Anzeige gelaufen ist, sprechen halt alle darüber und sprechen mich drauf an, machen mir Vorwürfe, warum ich das denn gemacht hätte. Lass mich mal fragen, was ist da damals, du sagst, der hat mich angefasst. Du warst da 16? Ja. Ne? Er hat dich nicht vergewaltigt? Nein. Nein? Was hat er gemacht? Hat er dich nackt ausgezogen? Hat er dich in deinem Geschlechtsteil berührt oder in deinen Brüsten? Er hat mich halt untenrum überall angefasst. Er hat meinen Busen berührt. Er hat mir die Jacke ausgezogen, meinen Pulli hochgeschoben, die Hose aufgemacht. Mhm. Und er wollte mich halt damals nach Hause bringen. Hat er auch des Öfteren vorher schon gemacht. Es war nie was passiert. Musstest du bei ihm auch etwas machen? Nein. Nein. Also ich habe die ganze Zeit einfach nur die Augen zugemacht und habe gedacht, hoffentlich ist es gleich vorbei. Mhm. Ist das einmal passiert oder öfter? Einmal nur. Einmal. Mhm. Und wie gesagt, also jetzt machen wir halt oben am Stall alle die Vorwürfe, wie kannst du nur diesen lieben, netten Menschen anzeigen. Mhm. Lass mich auch nochmal zwischenfragen, ehe du das weitererzählst. Ja. 5 Jahre ist ja eine lange Zeit, die vergangen ist. Wie kam es zu der Entscheidung, dass du ihn jetzt angezeigt hast? Ja, also ich hatte das eigentlich lange Zeit verdrängt, vergessen. Und dann ist es aber wieder hochgekommen. Also man kann sowas, also ich kann es zumindest nicht vergessen. Mhm. Und dann habe ich mich halt mit einem sehr netten Polizisten unterhalten, auch sehr lange unterhalten. Mhm. Und daraufhin habe ich dann halt die Anzeige gestartet. Mhm. Wann war das jetzt mit der Anzeige? So vor 8 Wochen. 8 Wochen. Mhm. So, und das ist jetzt rund gegangen da bei euch im Reitstall. Ja, ganz und genau. Die Bekannten und Kollegen sind alle entsetzt, dass du das gemacht hast. Ja, genau, weil die können sich halt nicht vorstellen, dass er das getan hat. Mhm. Er ist auch so ein ganz netter und freundlicher Mann. Ich bin mit ihm auch immer gut klargekommen, bis halt dahin. Ich hätte ihm das auch nie zugetraut. Mhm. Nie. Mhm. Nie im Leben. Und er lässt halt auch über andere Fragen dann, halt auch Bekannte von mir, über die lässt er dann halt fragen, warum ich ihn denn angezeigt hätte. Mhm. Er hätte sich doch immer korrekt verhalten und sowas wird er nicht tun. Wie ist denn jetzt der Stand der Dinge? Gab es, bestreitet er es? Er bestreitet es bei der Polizei? Ja, er bestreitet es. Er würde sowas nie tun. Mhm. Wie ist denn das jetzt so? Du hast dich dann wahrscheinlich mit einem Rechtsanwalt beraten. Ja. Er sagt jetzt, ich habe es nicht gemacht und du sagst, er hat es gemacht. Wie ist das? Wie geht das jetzt weiter? Ja, das Ganze ist jetzt bei der Staatsanwaltschaft. Und jetzt müssen wir halt abwarten, ob die Anklage erheben oder nicht. Also ich hoffe ganz,
schon das Anklage erheben. Mhm. Und ja, dann kommt es zu einer Gerichtsverhandlung und wahrscheinlich dann kommt es für mich auf ein Glaubwürdigkeitsgutachten zu. Mhm. Mhm. Und ja, dann muss ich halt zur Uni Bochum oder irgendwo hin, mhm, keine Ahnung, und mich dann halt mit einem Psychologen unterhalten. Ja, und muss das ganz detailliert wahrscheinlich erzählen, ja, und die werden alle möglichen Fragen stellen, um herauszubekommen, ob das auch wirklich wahr ist oder ob du... Ja. Mhm. Ganz genau. Jetzt ist ja schon sonderbar. Alle sind empört, dass du es gesagt hast. Gibt es denn auch zumindest eine Person, die über ihn empört ist, dass er das... Meine Freundin, meine beste Freundin, die ist im Moment in Irland als Au-pair. Mhm. Und der habe ich damals erzählt, die war auch die Einzige, der ich es erzählt, mhm, habe. Und sie ist halt ziemlich empört drüber, weil sie ist halt im Moment in Irland und kann mich da nicht so wirklich unterstützen. Aber ich meine, okay, das ist die beste Freundin, da kann man das ja, ja schon von erwarten quasi. Aber sonst niemand da in dem Umfeld? Nein. Also du bist, nochmal, um es klarzustellen, ich habe es so verstanden, dass du Hobby-Reiterin bist und in einem Reitstall oft verkehrst und da sind halt viele Leute auch. Und da ist kein einziger bei, der sich auf deine Seite schlägt und sagt, wie schlimm das war. Und nee, jedenfalls hat es mir so noch keiner gesagt. Also vielleicht gibt es da Leute, aber die machen dann den Mund nicht auf. Mhm, es gibt viele Leute, mit denen ich mich auch immer gut verstanden habe, aber viele trauen sich dann auch nicht, mich anzusprechen darauf. Mhm. Und wenn sie mich darauf ansprechen, das sind halt so, ich sag mal so, sowieso die Drahtstanden aus dem Stall. Und die machen mir da halt die Hammervorwürfe. Apropos Drahtstanden, wie ist das denn überhaupt publik geworden, dass du das gemacht hast? Er hat es erzählt. Er hat es erzählt? Ja, er hat es erzählt und die Polizei war ja auch oben im Reitstall, weil, mhm, ich den die Adresse von ihm nicht wusste. Ich wusste nur den Namen. Mhm. Und dann war die Polizei da. Mhm. Ich habe halt auch mehrere mitgekriegt, wie, mhm, das immer so ist. Mhm. Auch wenn sie in Zivil da waren, trotzdem. Na klar, und, na klar. Ja, daraufhin hat er es halt erzählt. Er also, selber hat es erzählt. Ja, und dadurch ist es dann rund gegangen, ganz, ja, schnell. Genau. Mhm, ja. Also man kann natürlich einen Menschen durch eine solche Anschuldigung, wenn sie nicht stimmt, kann man einen Menschen kaputt machen. Das weiß ich. Ja? Wenn ein Mensch aber sowas gemacht hat, finde ich das völlig in Ordnung, dass du wiederum die Anzeige erstattest. Und wenn es auch, wenn auch viele Jahre zurückliegen. Ich habe ja oft mit Leuten schon gesprochen, die sich auch nicht getraut haben, die schlimme Vergewaltigung hinter sich haben. Ja. Und ich sie dann wirklich auch animiere, wenn sie stabil genug dafür sind, Anzeige zu erstatten. Wer es einmal macht, macht's auch ein zweites Mal, sage ich mal ganz populistisch jetzt. Aber die Sorge hätte ich schon, ehrlich gesagt. Ja. Es muss nicht immer eine Regel sein, aber wer weiß, wer weiß. Ja, ich war schon bei einer Beratungsstelle, weil ich halt mit der ganzen Sache überhaupt nicht klarkomme. Mhm. Und die Psychologin da, die hat mich nach Hause geschickt und hat gesagt, ja, es war ja keine Vergewaltigung und damit kommen sie bestimmt alleine klar, oder werden sie schon alleine klarkommen. Mhm. Und ich werde das schon irgendwann vergessen. Ich vergesse es aber nicht. Ich kann es nicht vergessen. Ich sehe es den ganzen Tag. Ich bin immer fassungslos, was ihr mir so alles erzählt, was Psychologen sagen. Ja. Also sowas sagt man doch nicht einem Mädel, das so etwas ertragen hat. Okay, es war keine Vergewaltigung, aber es war etwas anderes und das war genauso schlimm und für dich einschneidend wie... ja, wie einschneidend auch eine Vergewaltigung sein kann, wenn, ja, es vielleicht graduelle Unterschiede gibt. Aber das ist ja völlig wurscht, darüber müssen wir gar nicht reden. Ja, aber ich war, also als ich aus dem Zimmer rausging, ich war vollkommen fertig. Ich habe, mhm, ich bin seit 3 Jahren mit meinem Freund zusammen und der unterstützt mich da auch, aber für ihn ist die Situation auch sehr, sehr schwierig. Er, mhm, kommt damit auch nicht klar. Mhm. Und er hat halt gesagt, als ich von dieser Psychologin wieder kam, das kann es nicht sein. Aber ich weiß nicht, wo ich hin soll. Wann bist du denn zu dieser Psychologin gegangen? Damals, als es passiert war? Vor kurzem. Vor kurzem erst? Ja. Krass, also ja. Pass auf, jetzt werden wir dir versuchen, etwas zu helfen und einen neuen guten Ansprechpartner zu finden. Mhm. Ich finde, dass du parallel dazu jetzt auch eine Unterstützung brauchst. Ja, auf jeden Fall. Und da wollen wir dir dabei behilflich sein, was in unserem Rahmen möglich ist. Super. Du legst auf, meine Psychologin Magdalena ruft dich an. Alles klar. Alles Liebe, alles Gute, Maria. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Von Maria geht's jetzt direkt weiter zu... Franz. Franz ist 50. Nee, Franz wäre 55 gewesen, aber die Leitung ist weg. Ja, dann machen wir einfach mit Jenny weiter. Jenny ist 23. Hallo Jenny. Ja, hi Domian. Ja, hallo. Dein Thema. Ja, also ich wohne mit 2 anderen Freundinnen in der WG. Mit wie viel? Mit 2 anderen Freundinnen. Mit 2, hm. Und die Miriam, die sitzt auch hier und wir haben das Problem, dass die Miriam und ich, wie soll ich sagen, recht schlampig sind. Oh. Frei nach Otto, machen wir es heute nicht, machen wir es morgen. Ich verstehe, die Leitung ist super schlecht. Also ihr seid beide sehr schlampig. Ja. Das heißt, ihr putzt nicht, ihr wascht nicht, räumt nicht auf und so weiter.
Wenn es absolut nötig wird, tun wir das natürlich auch. Also Körperhygiene, damit hat es nichts zu tun. Ja. Es geht halt darum, wir lassen alles liegen. Mhm. Kann auch mal gut sein, dass wir, wenn wir was gegessen haben, dass die Teller gut mal 5 Tage da stehen bleiben. Was ja eklig ist. Ja, ja. Mhm. Ja, und das Problem ist jetzt halt, das Mädel, was noch mit uns in der WG wohnt, die ist vor einem halben Jahr zu uns gezogen. Mhm. Und die ist das krasse Gegenteil. Also ich würde sagen, die ist die Ordnungsfanatikerin schlechthin. Mhm. Und ich sehe schon oder ahne schon, dass es jetzt kracht zwischen den beiden Fronten. Ja, und hat so richtig gekracht. Und mhm. Wir haben auch irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil am Anfang fanden wir das ganz toll. Klar, jemand hat uns rumgeputzt und, und hat hinter uns aufgeräumt. Und aber mittlerweile, das ist mir regelrecht peinlich. Ja, ja, vor allen Dingen fordert sie ja wahrscheinlich zu Recht auch von euch, dass ihr auch ab und zu mal putzt und aufräumt. Ja, natürlich. Ne? Das ist die alte, die uralte Problematik von WGs. Ja, genau. Ne? Da gibt es Schlampen und Schlamper und es gibt Leute, die ordentlich sind und sauber. Ja, das stimmt. Also, dreckig in dem Sinne sind wir ja nicht, also sollte ja nicht rüberkommen. Also es gibt noch keine Flöhe und Läuse bei dir im Zimmer. Also, wie gesagt, ich dusche jeden Tag, die Miriam auch. Ja. Halt wirklich nur um Klamotten wegräumen. Ja, das glaube ich schon. Das ist meistens, oftmals sind die Leute ja, die so schlampig in der Wohnung, in ihren Zimmern sind, äußerlich total super aufgebrezelt, ne? Sauber und poliert und geschminkt und weiß ich was alles. Genau, wenn man uns sieht, das wird auch keiner glauben. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt ist da Jenny und Miriam. Ne? Die beiden lassen gerne mal 5 gerade sein. Und, ja. Und da ist die andere, die ist der Putzteufel. Ja, und die ist heute auch dann richtig ausgerastet, weil heute hatten wir dann wieder Pizzakartons da liegen, die noch von letzter Woche da lagen. Auch mit einem kleinen Stück Pizza. Oh Gott, das darf man eigentlich gar nicht erzählen. Nein, sowas lockt zum Beispiel auch Schaben an. Mhm. Ne? Und Kakerlaken und sowas. Möchtest du Kakerlaken bei dir im Zimmer haben? Nee, natürlich nicht. Ja, siehst du. Also ich bin eher auf der Seite von der anderen, die sehr aufräumt. Ich bin auch sehr ordentlich. Ja, wir wissen beide, dass es eigentlich auch der richtige Weg ist. Ich meine, man muss ja so ordentlich wie sie, muss man ja auch nicht Nein, sein. Ich meine, das ist doch vielleicht jetzt sogar eine Chance, dass ihr zu einem Kompromiss findet. Wie du gerade schon sagtest, so ordentlich muss man nicht sein wie sie, aber ein bisschen ordentlicher als ihr könnte man schon sein. Auf jeden Fall, ja. So, also versucht doch mal in eine Kompromisslinie zu fahren. Da muss man sich halt ein bisschen in den Hintern treten. Mhm. Du musst dich in den Hintern treten und Miriam auch. Keiner von euch soll ja verlangen, dass ihr da aus der Kloschüssel Mittag essen sollt oder so, dass es nur so super, super sauber ist. Aber so ein Mittelding irgendwie. Ja, aber das Problem ist jetzt auch, die Lisa, das ist das halt hier Putzteufel in Anführungszeichen, die ist heute Abend wutentbrannt abgehauen. Und, ja, ich meine, bei der WG, da muss man natürlich irgendwann sagen, okay, dann muss einer gehen, der sich damit nicht arrangieren kann. Entweder geht Lisa oder ihr zieht aus. Also, ja, eigentlich, wenn es nicht darum geht, verstehen wir uns prima. Was meinst du, wie viele WGs deshalb schon kaputt gegangen sind, weil man sich darüber nicht einigen konnte, wie oft nur geputzt wird und wie oft aufgeräumt wird? Das geht nur mit einem strengen Plan. Da muss man sich zu dritt am Tisch setzen und man muss sagen, der macht das an dem Tag und du machst das an dem Tag und so weiter. Und da muss man sich aber auch sklavisch dran halten und dann funktioniert es auch. Ja, wir haben jetzt auch schon gedacht, dass wir vielleicht heute mal bei unseren Schattenspringen so ein bisschen sauber machen, dass wenn sie morgen dann halt wiederkommen. So, das ist doch schon, ja toll, finde ich eine gute Geste. Mhm. Guck mal, es ist noch früh am Abend, ist auch noch nicht spät. Was haben wir jetzt? Guck mal, 2:30 ist noch keine Zeit. Jetzt könnt ihr beide noch schön eine halbe Stunde putzen. Ja, Miriam, was meinst du? Miriam, wie wär's damit? Miriam? Ja, wäre schon mal eine gute Idee. Aber so. Wie? Ist immer so anstrengend. Ja, aber ihr könnt ja noch ein bisschen meine Sendung nebenher laufen lassen und guckt irgendwas anderes nachher noch. Also ich sag mal, so eine halbe bis dreiviertel Stunde wird jetzt ein bisschen aufgeräumt und geputzt. Damit. Erst bei der Wohnung nicht. Na gut, aber eine Stunde. Okay. Eine Stunde ist schon mal besser als nichts. Und wenn Lisa dann nach Hause kommt, dann wird Lisa denken, wow, was ist jetzt hier los? Und das ist ein Friedenszeichen. Und das heißt, darauf kann man aufbauen für die nächsten Sachen. Ja, wir versuchen müssen was ja, sonst klappt es ja gar nicht. Finde ich auch. So, ihr beiden Hübschen, Miriam und Jenny. Jetzt ran, Putzzeug raus und eine Stunde wird jetzt gewischt und gewienert. Okay. Und Lisa freut sich, wenn sie nach Hause kommt. Ja, das wollen wir hoffen. Ja. Dass es nicht ordentlich genug ist. Nein, das glaube ich nicht. Sie wird schon sehen, dass ihr euch da anstrengt und dass ihr auch ein Zeichen setzen wollt. Ja, okay. Alles Gute und viel Spaß beim Putzen. Und tolle Sendung, Domian. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, ich habe eine Mail gerade rausgefischt hier aus unseren
Hunderten von Mails, die wir immer kriegen. Und ich habe eine gelesen von Christoph. Und Christoph schreibt, hallo Domian, ich bin schon ganz verzweifelt. Ich schreibe das zweite Mal. Ich gucke immer deine Sendung und habe jetzt selbst ein Problem. Meine Freundin mag deine Sendung nicht und sie sagt, ich soll sie nicht gucken. Da habe ich aus Spaß zu ihr gesagt, wetten, wenn Domian dir einmal winkt, dann magst du ihn. Da hat sie gesagt, wenn er das wirklich macht, dann darf ich immer gucken. Also bitte tu mir den Gefallen und wink meiner Freundin Jana mal, Domian. Ich will deine Sendung ja nicht verpassen. Also bitte, bitte, bitte winke doch mal der Jana. Liebe Jana, hallo Jana, bitte verbiete das doch nicht dem netten Christoph, uns zu gucken hier. Also hallo, hallo Jana. Jetzt ist Jana hoffentlich meine Freundin und Christoph, ja, schöne Grüße an Jana, haben wir gerade eingeblendet. Dann können Christoph und Jana zusammen gucken. Oder Jana, wenn du es nicht ertragen kannst, dann guckst du weg, hörst du irgendwas anderes auf dem Kopfhörer. Aber Christoph kann gucken. Ja, schöne Grüße an Jana und Christoph. Wen haben wir jetzt? Christina ist hier. Christina ist 17. Hallo Christina. Hallo. Hallo Christina. Um was geht's bei dir? Ja, ich weiß nicht genau, ob mein Freund fremd geht. Oh. Wie alt ist er? 22. Und wie lange seid ihr schon zusammen? Über 2 Jahre, ein bisschen über 2 Jahre. Lange, ne? Schon ganz schön lange. So, und wieso kommst du überhaupt auf die Idee, dass er fremd gehen könnte? Ja, meine Eltern haben mich damals getrennt, weil mein Vater 5 Jahre fremd gegangen ist. Mhm. Und kurz darauf ist mein Freund auch fremd gegangen. Also er war zwar betrunken und hat aber, da bin ich mir 1000% sicher, weil Kumpels das gesehen haben, dass er mit der Tussi rumgemacht hat. Mhm. Und dann, jetzt kommt sein Bruder an und sagt, er wird wieder mit einer rummachen. Und das ausgerechnet heute. Oh, jetzt gerade, die, hat, jetzt gerade in diesem Moment? Ja, der hat es vorhin gesagt. Wie? Was hat er gesagt? Ja, er hat es vorhin gesagt, dass er wieder fremdgehen würde. Vorhin hat er es gesagt? Ja, und das ist schon eine ganze Weile Zeit, der arbeitslos ist. Dieses erste Mal, als du vermutet, als er da mit der Tussi, wie du sagst, rumgemacht hat, wie lange liegt das her? Wann war das? So ungefähr ein Jahr. Ja, und jetzt heute Abend soll er unterwegs sein und da soll irgendwas laufen? Ja. Sagt sein eigener Bruder dir? Ja. Hast du ein gutes Verhältnis zu dem Bruder? Ja, eigentlich schon. Warum sagt dein Bruder dir? Warum sagt sein Bruder dir das? Ja, ich weiß nicht genau. Vielleicht will er uns auseinander haben oder vielleicht will er auch sagen, dass sein Bruder irgendwie blöd ist, also mein Freund oder. Wie können die beiden Jungs denn miteinander nicht gut? Doch, sehr gut eigentlich. Also dann ist das schon komisch, ne? Eigentlich müsste er sich erstmal seinen Bruder vorknöpfen und sagen, pass auf, das geht nicht. Aber gleich petzen gehen bei dir, ist auch ein bisschen komisch. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt denken soll. Weil oder ist er, kann das sein, ich frage jetzt mal einfach so, kann das sein, dass der Bruder auf dich scharf ist? Nee, der ist verheiratet. Ach, der ist verheiratet schon? Ja. Ach so. Hat er dich heute angerufen und hat gesagt, hier, da läuft irgendwas? Nee, der wohnt gleich nebendran. Und ihr habt euch getroffen vorhin und da hat er das gesagt? Ja. Und wo soll angeblich dein Freund heute Abend sein? Ist der irgendwo in der Disco oder wo ist der? Nee, das ist so ein Treffen mit der Feuerwehr. Ach so. Und dieses Mädel, was da angeblich, die ist auch bei der Feuerwehr? Nee, aber die aber war die, dann im Feuerwehrhaus und die war schon... Verstehe, die Tochter. Also die wollte was von ihm. Ja, also Christina, da hilft eigentlich nur eine einzige Sache. Du musst, ihr wohnt nicht zusammen, ne? Ja, so gut wie schon. Ach, seitdem doch. Ich meine Eltern getrennt haben, war das so, so, dass wir zusammen wohnen. Kommt er denn heute Nacht noch nach Hause, zu dir oder wie geht das? Ja, ich hoffe mal. So, dann wenn du dann noch wach sein solltest oder spätestens morgen früh... Musst du ihn klar ansprechen, was da ist? Und ich würde dann auch sagen, hier, dein Bruder hat mich angerufen oder der hat mir das gesagt. Was ist da dran? Ich meine, das hat ja ein Gewicht, wenn der eigene Bruder sowas sagt. Ja. So, dann soll das geklärt werden. Entweder stimmt es oder stimmt nicht. Oder was? Dann muss es aufgeklärt werden, was dahinter steckt. Ja, aber wenn es meistens ihn drauf anspricht, dann sagt er, nee, das stimmt nicht. Und ich weiß einfach mittlerweile nicht mehr, was ich machen soll. Na gut, aber wenn der eigene Bruder das sogar sagt... Der ist der älter als dein Freund? Ja, so. Gut, er war zwar betrunken, aber ich meine, das heißt ja meistens, Betrunkene sagen die Wahrheit. Ja, ja, genau. Und deswegen weiß ich nicht mehr, was ich noch glauben soll. Also auf jeden Fall würde ich erstmal mit dem morgen oder nachher reden. Mhm. Und würde ihm das auch sagen hier, ich mache mir wirklich ernsthaft Sorgen, weil dein Bruder, wenn auch etwas angeschickert, hat mir das gesagt.
Und das greift ja doch nicht einfach so aus dem blauen Himmel. Es sei denn, er will euch wirklich auseinanderbringen, aus welchen Gründen auch immer. Aber dann ist dein Freund eingeweiht und der kann sich dann dem Bruder auch mal vorknöpfen, was da los ist. Ja, ich weiß nicht so genau. Ich verstehe das alles gar nicht, warum der das macht. Vielleicht will der immer einen draufsetzen, nachdem das jetzt und das immer noch nicht so wirklich vorbei mit meinen Eltern. Der weiß ganz genau, dass ich in letzter Zeit eine harte Zeit habe und da muss der immer noch einen draufsetzen. Und das weiß dein Bruder auch und das verstehe ich nicht, dass der jetzt auch noch sowas sagt. Mhm. So, deswegen musst du mit deinem Freund dringend drüber reden. Du musst dringend drüber reden und du musst ihn ganz hart angehen. Der soll dir verdammt nochmal die Wahrheit sagen. Ich habe ihn schon ein paar Mal drauf angesprochen und dann heißt immer nur, nein, nein, das stimmt gar nicht. Mhm. Und ich habe auch schon probiert, Schluss zu machen. Und dann sagt er zweimal, ja, entweder gibst du mir noch eine Chance oder nicht. Und dann geht ihm das so auf gut Deutsch wie am Arsch vorbei. Also Christina, ich finde auch ein bisschen albern, Schluss zu machen, nur aufgrund einer Vermutung. Wie ist denn dein Gefühl zu dem? Ich meine, darum geht's ja in allererster Linie. Was empfindest du für deinen Freund? Ja, schon viel, aber es tut mich halt belasten, nachdem, dass er auch fremd gegangen ist. Ja gut, es kann ja mal einmal passieren. Was ist denn da damals passiert? Er hat mit der rumgeknutscht, oder was? Ja, und ist allein mit ihr weg und ab da weiß es nicht mehr, weil es da keiner mehr gesehen hat. Wie weit hat er denn da etwas zugegeben von damals? Ja, er weiß es angeblich nicht mehr, weil er so viel getrunken hat. Mhm. Er weiß auch nicht mehr, dass er mit dir geknutscht hat. Doch, das wusste er noch. Das wusste er, aber das andere weiß er nicht mehr. Na ja. Gut. Also pass mal auf, ich will mal sagen, wenn sowas mal passiert im Suff oder so, kann man auch vergeben, kann man darüber hinwegsehen. Da darf man auch nicht immer drauf rumreiten, da macht man auch eine Beziehung kaputt. Mhm. Ich finde, da muss man dann irgendwann großherzig sein und sagen, komm, schwamm drüber. Wenn alles sonst gut ist, dann schwamm drüber. Wenn allerdings jetzt wieder so ein Gerücht aufkommt, hast du ein gutes Recht, das zu thematisieren. Und das würde ich nachher erstmal machen. Und dann muss man weiter gucken. Und wenn du nicht weiterkommst, mailst du uns nochmal, dann setzen wir uns nächste Woche nochmal mit dir in Verbindung. Okay. Soll ich denn gerade nochmal unter dieser Nummer anrufen und dann Bescheid sagen? Mir wäre am besten, wenn du mailen würdest. Hast du Internetanschluss? Ja, das könnte ich auch machen. Ja, das ist besser. Dann kommst du direkt durch. Mit dem Anrufen ist schwieriger. Okay. Also erstmal reden jetzt und dann gucken wir weiter. Okay? Okay. Christina, alles Liebe. Danke. Tschüss. Tschüss. Morgen ist mein Gast, also das heißt heute Samstag, WDR Fernsehen, 23.30 Uhr, Peter Maffay. Thema der Sendung ist natürlich Peter Maffay, die ganze Sendung über. Ich unterhalte mich mit ihm und ihr könnt anrufen und auch Fragen stellen. Und wenn ihr anrufen wollt, könnt ihr jetzt schon mailen unter domain@wdr.de, eure Telefonnummer draufschreiben. Und dann gucken wir mal, wen und wie viele wir von euch morgen reinkriegen. Wir haben hier schon so irre viele Anfragen, weil es ist ja nun wirklich ein Topstar, erster Garnitur und viele Leute wollen mit ihm reden. Aber mailt, wenn ihr Fragen habt oder ruft morgen eine Stunde vor der Sendung an oder während der Sendung an. Die Sendung beginnt um 23.30 Uhr, Samstagabend, WDR Fernsehen. Ute, 36, hallo Ute. Hallo Domian. Hallo Ute, um was geht's bei dir? Um meine Mutter. Ja. Meine Mutter hat eine Muskelmystostophie, nennt sich das. Mhm. Das ist eine Krankheit, die wird tödlich verlaufen. Beschreib mal die Krankheit, ich kenne die nicht. Die Muskelmasse bildet sich eigentlich zurück. Mhm. Und diese Krankheit haben weltweit noch nicht mal 200 Menschen. Mhm. Und von daher hat es bei meiner Mutter auch sehr lange gedauert, bis sie diagnostiziert wurde. Ja. Wie alt ist deine Mutter? 62. 62. Und wann hat man das diagnostiziert? Vor 4-5 Jahren ungefähr. Ja. Und wie geht es ihr jetzt im Moment? Kann sie noch gehen oder sitzt sie im Rollstuhl oder liegt sie nur? Teils Rollstuhl, teils kann sie noch gehen. Also alle Muskeln bilden sich zurück? Richtig, genau. Das heißt? Die bilden sich praktisch als Fettmasse. Mhm. Und diese Krankheit könnte ich auch haben. Mhm. Und ich könnte mich darauf testen lassen, also ich bräuchte mir praktisch nur Blut abnehmen lassen. Mhm. Und davor habe ich halt Angst, zu erfahren, ob ich das jetzt auch habe oder nicht. Weil man nichts dagegen tun kann. Richtig, genau. Ja. Wenn das nur so wenige Menschen haben, gibt es wahrscheinlich null Forschung darüber oder ganz wenig Forschung. Genau. Und was macht man überhaupt? Gibt es irgendwelche Medikamente, die das ein bisschen abbremsen oder eigentlich gar nichts? Mhm. Meine Mutter bildet auch, der Körper bildet zu viel eigenes Cortison. Mhm. Und sie muss jetzt schon, wer weiß wie viel Tabletten nehmen. Mhm. Und sie ist im Moment auch wieder im Krankenhaus. Mhm.
Und da wollte der Arzt jetzt auf andere Tabletten umstellen, weil im Endeffekt bleibt dann wohl nur noch Morphium, weil sie auch unheimliche Schmerzattacken hat. Das wollte ich gerade fragen, ob das auch eine sehr schmerzhafte Erkrankung ist. Ja. Also sie hat sehr viel Schmerzattacken und... Hast du das in den letzten Jahren mitbekommen, dass so kontinuierlich alles immer schlimmer wird? Ja. Man kann also sagen, das sind keine Schübe, sondern es wird immer schlechter. Es sind Schübe. Wenn die Muskeln sich zurückbilden bzw. in Fett umwandeln, was ja schon sehr merkwürdig ist. Ich habe mal mit einem Menschen gesprochen in der Sendung, dessen Muskeln sich in Knochen verwandeln. Das ist auch eine ganz, ganz, ganz merkwürdige, seltsame Erkrankung. Aber bei deiner Mutter ist es ebenso merkwürdig, wenn es sich in Fett verwandelt. Richtig. Dann betrifft es ja auch lebenswichtige Muskeln, wie den Herzmuskel beispielsweise. Eben. Das heißt, sie wird daran sterben. Richtig. Und ich habe gesagt, sie sollte nicht in ein Pflegeheim, also ich wollte sie schon pflegen, weil ich habe auch einen Sohn und der liebt meine Mutter abgöttisch. Und ich sag mal, er kriegt schon sehr viel mit eigentlich. Die Schmerzattacken von meiner Mutter oder dass es ihr immer schlechter geht. Und wenn sie oft im Krankenhaus liegt und ja irgendwo auf der einen Seite weiß ich nicht, damit umzugehen oder wie ich damit umgehen soll, weil ich Angst habe, ich könnte es auch haben. Ja, lass uns mal darüber nochmal sprechen. Du hast gerade gesagt, du könntest es auch haben und du hast Angst, dich testen zu lassen. Richtig. Also ich bräuchte mir nur Blut abnehmen lassen. Meine Mutter ist auch in der Uniklinik Bonn deswegen gewesen. Und die haben mich dann auch darauf angesprochen. Und da habe ich immer gesagt, das möchte ich nicht. Weil ich habe ganz einfach Angst vor dem Ergebnis. Sehr schwierige Frage. Und es rattert gerade in meinem Hinterkopf, wie ich mich verhalten würde. Einerseits könnte man denken, was ich nicht weiß, macht mir nicht heiß. Und ich verdränge es ganz einfach. Ja. Aber so richtig verdrängen kann man es ja auch nicht, ne? Weil man die irgendwie so latent dann doch Angst hat. Eben. Und wenn man es macht, wenn das Ergebnis wäre, man hat es nicht, ist es eine ganz große Erleichterung. Das ja. Wenn man aber dann das Ergebnis hat, man hat es, lebt man natürlich unter einer irrsinnigen Angst. Ne? Richtig. Richtig. Und von daher weiß ich ganz einfach nicht, was ich machen soll. Ich meine, wenn der überhaupt da einen Arzt, einen Wissenschaftler Auskunft erteilen kann, weil das so selten ist, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das direkte Kind das hat? Es geht wohl dann erst auf die nächste Generation. Das heißt praktisch, dass es mein Sohn haben könnte. Also es ist wahrscheinlicher, dass es deinen Sohn hat, als du? Weiß man das oder mutmaßt man das alles nur? Man mutmaßt es eher, ja. Lass uns doch nochmal die Fälle durchgehen. Kannst du denn so damit ganz gut leben, nach dem Motto, ich weiß es halt nicht und wenn ich es habe, gut, dann habe ich es halt irgendwann? Ich verdränge es mehr, ob ich damit leben kann. Ich glaube, umso schlimmer die Krankheit bei meiner Mutter wird, umso weniger kann ich irgendwo damit leben. Aber stell dir doch mal vor, versetz dich mal in die Lage, ein Arzt sagt dir, liebe Ute, liebe Frau so und so, Sie haben diese Erkrankung auch. Ja. Versuch dich mal da reinzudenken. Was würde das dann mit deinem Leben machen? Oh, ich würde wahrscheinlich auf jedes Körpersignal, was bei mir jetzt ist, sei es jetzt, dass ich Schmerzen hätte, bei meiner Mutter sind sehr viel die Beine, in den Oberschenkeln oder was weiß ich was, dass ich denken würde, oh Gott, jetzt geht's bei mir jetzt schon los. Und ich weiß nicht, ob ich dann nicht vielleicht sagen würde, ich will nicht so vor mich hin vegetieren, das schaffe ich nicht. Also die Angst und die Körperbeobachtung wäre dann doch viel größer, als sie jetzt ist, wo du es nicht weißt. Richtig. Ja, da ist ja eigentlich die Antwort schon gegeben, ne? Dass du es nicht testen lassen sollst erstmal. Ja. Eigentlich schon. Weil ich achte jetzt, sage ich mal, gut, ich denke mal, irgendwo ein Wehwehchen hat jeder mal. Aber jetzt schiebe ich das halt irgendwo... als was weiß ich was weg. Zumal du ja auch noch sehr jung bist, ne? Deine Mutter hat es ja auch erst bekommen, als sie älter war. Richtig. Aber es fing bei uns allen mit grauen Star an. Und ich bin schon mit Mitte 20 am grauen Star operiert worden, was eigentlich ja auch sehr selten ist. Aber gibt es halt ab und zu. Richtig. Also meine Mutter hatte grauen Star, mein Bruder hatte grauen Star. Der ist schon da dran operiert worden, also mein Bruder kann das auch haben.
Wie geht denn dein Bruder damit um? Will der sich testen lassen? Nee, ich glaube, der macht sich da überhaupt keine Gedanken drüber. Ich würde jetzt, nach dem, was du so gesagt hast, wirklich, sofern man das in der Kürze von ein paar Minuten sagen kann, ne, will ich mich vorsichtig ausdrücken, aber auch eher erstmal nicht testen lassen. Ja. Du kannst eh nichts machen. Die Erkrankung ist nicht ansteckend. Das heißt, du kannst auch keine, also Stichwort Rücksichtnahme auf andere Leute. Du würdest dich nur noch verrückter machen und dich mit der Lupe beobachten. Richtig. Ja, hier ist was, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und diese Angst würde vielleicht sogar die Krankheit noch eher zum Ausbrechen bringen, als wenn du so denkst, naja, vielleicht habe ich auch Glück und komme so gut durchs Leben. Kann ja sein. Ja. Ich würde es eher nicht machen. Erstmal. Ja. Ja, sage ich jetzt so. Aber jetzt, während wir so reden, habe ich den Eindruck. Ja. Jetzt so irgendwo würde ich das auch sagen. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch Angst, wirklich dem Sterben zusehen zu müssen. Mhm. Aber so weit sind wir ja noch lange nicht. Nee, Gott sei Dank. Mhm. Wirklich, du bist ja im Moment gesund. Ja. Abgesehen von ein paar Wehwehchen, was man... Ja, gut, klar. Ja, was jeder so hat irgendwie. Ne? Richtig. Ich würde jetzt erstmal meine ganze Konzentration darauf legen, für die Mama da zu sein. Um mich um die zu kümmern, damit die es so gut wie möglich noch hat in ihrer schweren Erkrankung. Ja. Da würde ich jetzt meinen ganzen Fokus drauflegen, meine ganze Kraft reinhängen und dann muss man weiter gucken. Gut, da tue ich eigentlich auch, weil ich habe gesagt, also meine Mutter wird nie in ein Pflegeheim kommen. Mhm. Ich werde sie pflegen. Mhm. Wenn ich es irgendwann nicht mehr allein schaffe, gut, dann gibt es noch andere Mittel und Wege. Ja. Weiß sie, wie ernst die Situation ist? Ja. Ja. Ja, sie geht eigentlich auch offen damit mit um. Mhm. Sie redet eigentlich auch mit mir offen darüber, weil sie sagt, irgendwann muss ich sterben. Mhm. Und dieser Gedanke schon allein für mich, das ist der blanke Horror. Mhm. Dann wirklich eventuell so einem qualvollen Tod mit ansehen zu müssen. Da solltet ihr vielleicht aber auch eingehend besprechen, welche Maßnahmen man noch ergreifen soll. Und welche Maßnahmen man nicht ergreifen soll. Ne, wir hatten ja gerade jetzt die Diskussion um diesen, gut, das ist ein ganz anderer Fall, dieser Fall der Wachkoma-Patientin. Ist ein ganz anderer Fall, aber ich finde, dass man immer auch schon zu Zeiten, wo man noch relativ fit ist oder klar im Kopf ist, besprechen sollte, was man will. Und das musst du von deiner Mama erfahren, was sie möchte. Gut, eine Testamentenverfügung hat sie gemacht. So eine Patientenverfügung? Richtig. Ah ja. Also die habe ich jetzt auch hier. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass ich dann praktisch aktive Sterbehilfe leisten Nein, natürlich dürfte. Nicht, natürlich nicht. Aber es gibt ja da viele andere Dinge auch noch, ne? Wie lange man künstlich ernährt und welche Schmerzmittel man in welcher Dosierung gibt und so weiter. Ja. Mhm. Also die hat sie schon gemacht. Mhm. Ja, sie versucht dann auch irgendwo mit mir darüber zu reden, wo ich aber ganz einfach den Gedanken verdränge und sage, du bist unsterblich. Das darfst du aber nicht sagen. Ich finde, wenn sie von sich aus schon darüber sprechen will, dann musst du das auch mitmachen, auch wenn das sehr schwer für dich ist. Denn das ist ja schon eine große Sache, wenn deine Mutter das von sich aus sagt und über ihre Endlichkeit spricht, dann hilfst du ihr am meisten, wenn du dann wirklich mit ihr darüber sprichst. Und nicht, wenn du einfach sagst, ach Mama, das wird schon gut gehen oder so. Ja, weil sie sagte zum Beispiel auch, sie wollte ihren Körper der Wissenschaft freigeben nach ihrem Tod, weil irgendwo müssen die Leute ja dran üben. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, das will ich absolut nicht, weil ich möchte sie so, wenn es dann soweit ist, so beerdigen, wie sie ist. Finde ich auch ein sehr schwieriges Problem. Anderes rechne ich das deiner Mutter hoch an, dass sie sagt, ich habe eine so schwere Erkrankung und eine seltene Erkrankung, die sollen an mir lernen. Ja. Andererseits kann ich dich als Tochter auch wieder verstehen. Als Kind will man auch nicht, dass man sich vorstellen, die Mama wird komplett zerschnibbelt in irgendeinem Labor. Richtig. Finde ich eine sehr schwere Entscheidung. Sehr schwer. Weil der Körper, der wird dann ja auch erst wahrscheinlich nach einem halben Jahr oder so freigegeben. Sie möchte es ganz gerne, nur da ist ein Punkt, wo ich sage, letztendlich, will ich dir mal sagen, letztendlich finde ich, wenn es einem als Hinterbliebener noch so schwer fällt, glaube ich, sollte die erste Regel sein, der Wunsch des Kranken. Ja,
Aber wie kommt man damit klar? Das ist die nächste große Frage. Das weiß ich so schnell auch nicht zu beantworten. Das kann ich auch nicht so schnell beantworten. Denn ich sag mal, so wüsste ich dann, da habe ich einen Platz, da kann ich hingehen zum Trauern. Wenn aber der Körper freigegeben würde für die Wissenschaft, wo sollte ich dann irgendwo trauern? Gut, in mir drin natürlich. Ich weiß nicht, kann man dann nicht auch irgendwann eine Verbrennung veranlassen und man bekommt die Urne? Ich weiß nicht, wie das geregelt ist, keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht genau. Also ich weiß nur, der Körper nach einem halben Jahr oder so wird er erst freigegeben. Ich mache mal einen Vorschlag. Meine Psychologin arbeitet in einer Klinik, die heute hier bei mir ist. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht weiß sie das sogar, wie das gehandhabt wird. Du kannst mit ihr mal darüber sprechen und generell auch nochmal über die Problematik, über die wir gerade gesprochen haben. Gerne, ja. Ja? Dann legst du auf, wir rufen nochmal gleich an. Das heißt, Magdalena ruft dich an. Okay. Alles super. Liebe. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Silke, 41 Jahre. Hallo, Silke. Hallo. Hallo Silke. Ganz leise. Ja, jetzt. Um was geht's bei dir? Mein Kind ist 15 Jahre und ist in die rechtsextreme Szene abgerutscht. Seit wann? Sagen wir mal richtig krass, seit November. Wie hast du es erfahren? Ich muss anders anfangen. Ich habe drei Kinder. Zwei Kinder sind schon 22 und 21. Die sind in der Lehre in den alten Bundesländern. Die waren immer alle drei ein Team. Er war zwar 7 Jahre jünger, aber die haben ihn immer mitgenommen, überall hin. Jetzt sind die Großen weg. Ach so. In die Lehre. Und er ist allein. Er war alleine. Erst habe ich Angst gehabt, er hat immer gesprochen, was soll ich noch alleine und ich kriege mal keine Lehrstelle, ich bin eine Dumme, mich braucht keiner. Da hatte ich wirklich Angst, dass er irgendwie sich was antut. Er hatte keine Lust zum Leben. Und von heute auf morgen, innerhalb so von 1-2 Monaten, sagte Mutti, ich brauche jetzt andere Sachen. Er wollte karierte Hemden, er wollte diese Hosen und dies und jenes. Ich habe mir dabei nichts gedacht. Wir hatten irgendwie Stromausfall. Mein Mann geht in sein Zimmer, weil dort der Sicherungskasten ist, und findet auf dem Tisch bei ihm einen Baseballschläger mit Hakenkreuzen. Wir haben ihn gefragt, was das zu bedeuten hat. Hat erst rumgeschwindelt, gehört ein Freund und. Es kam raus, es war seiner und er musste vor unseren Augen klitzeklein hacken. Dann kam das Nächste. Ich arbeite nachts, was heißt nachts, ich komme 24 Uhr, 1 Uhr nach Hause von der Arbeit, schlafe deshalb früh ein bisschen länger und ich meine, 15-Jährige kann ja auch früh allein aufstehen, in die Schule gehen. Ja. Es war mal irgendwie, ich konnte nicht schlafen, stehe früh bei Zeiten auf, gucke aus dem Fenster, gucke, wie er losfährt und er fährt total vermummt in die Schule. Da bin ich in die Schule gefahren, habe den Direktor zur Rede gestellt, weil mit ihm hatte ich schon vorneweg gesprochen, als ich das mit dem Baseballschläger rausgekriegt habe, habe ich ihm meine Telefonnummer von Arbeit, von zu Hause, Handynummer gegeben, habe gesagt, wenn ihm was auffällt, rufen Sie mich an. Er hat es nicht getan. Ich bin mit Wechselsachen in die Schule gefahren, habe meinen Kindern die Sachen wechseln lassen. Hat der Direktor mir auf der Schulter geklopft und hat gesagt, ich freue mich, dass eine Mutter so hart und konsequent durchgreift. Ich habe die Sachen genommen und bin zur Polizei gefahren. Er hat gesagt, Leute, helft mir, bitte. Die Polizei hat gesagt, alles schön und gut, wir freuen uns, dass Sie kommen, aber uns sind vom Gesetzes wegen die Hände gebunden. Weil? Mein nächster Schritt war das Jugendamt. Ja, genau. Abteilung Erziehung und Jugendfragen. Ja, ja. Leider konnte man mir dort auch nicht helfen, da mein Kind ja regelmäßig zur Schule geht und noch nicht straffällig geworden ist. Ja, das ist der Punkt. Mein nächster Weg war das Schulamt. Das heißt, du hast eine ganze Menge gemacht. Ja. Was mein letzter Schritt war, als ich dann vor 3 Wochen ein Abzeichen mit Hakenkreuz und Totenkopf gefunden habe, bin ich wieder zur Polizei und die haben gesagt, ja, tut uns leid, wir können es versuchen, wir laden die Kinder vor. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich gehe zur Presse. Ich bin mit Namen und Adresse zur Presse gegangen. Der Artikel ist am Mittwoch erschienen. Es war nur positive Antwort, nur positive. Wie positiv? Es haben sich Eltern gemeldet, es hat sich der Direktor bei mir der Bürgermeister gemeldet, es hat sich das Jugendamt gemeldet. Also die helfen wollen? Positiv. Was heißt positiv? Die helfen wollen, oder was? Die wollen mir helfen, die wollen mir helfen. Aber heute Abend ist es eskaliert. Heute Abend hat er die Hand gegen mich erhoben. Also auf sich, jetzt ist die Sendung genau in diesem Moment gleich vorbei.
Du legst bitte auf und wir rufen sofort wieder an und sprechen dann weiter. Okay? Okay. So machen wir's. Danke. Tut mir sehr leid, aber so ist es nun mal. Ihr Lieben, morgen sind wir wieder da, und zwar um 23.30 Uhr. Mein Gast ist Peter Maffay. Ihr könnt eine Stunde vorher schon anrufen. Bis dann. Tschüss.